Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Elder Scrolls of Skyrim, die Special Edition. Und specialmäßig geht's auch weiter. Wir haben das letzte Mal ein paar Nebenruinen gemacht, wie die, zum Beispiel die, ja, so eine Art verlassenes Gefängnis, wo wir die Geister der Gefangenen erlösen mussten. Ich hätte auch gerne mit denen gesprochen, aber die wollten nicht. Die wollten nicht diskutieren. So, wir haben noch eine Quest offen, die wie ist. Der Signatur, kehre zu Dancia zurück. Genau, das war, wir waren ja auch im Ahnenschimmer-Heiligtum, wo wir das Harz geholt haben vom Baum und leider dazu auch ein paar Zweiglinge aufgeweckt haben, die dann die zwei, nennen es einfach mal Pilger, getötet haben. Man hätte es auch, wie gesagt, anders machen können mit dem Typen, der uns begleitet hat, der leider in der einen Folge gestorben ist. Der hätte zu der Göttin da gebetet und dann hätten wir einen Setzling bekommen und der Baum wäre noch am Leben, beziehungsweise nicht angekratzt. Aber das ist uns leider nicht geglückt, weil es sich leider mit den Gegnern angelegt hat. So, wir sind jetzt hier. Wir müssen zurück nach Weißlauf. Ich will aber da zu Fuß gehen, aus dem Grund, weil ich nur ein paar Sachen einfach so entdecken will. Und wir brauchen ja schließlich auch ein bisschen noch Erfahrungspunkte. Wir müssen ja noch in unseren Fähigkeiten wachsen. So, dann gehen wir jetzt einfach mal, ich würde mal so sagen, einfach mal die Straße hier weiter entlang. Wir können auch gerne nochmal in das Häuschen hier gucken. Wo es völlig zugewuchert ist, wahrscheinlich das, da. Ah, das ist ein Arbeiterhaus. Okay, mal sehen, ob da was ist. Ja, da liegt zum Beispiel noch ein bisschen, ein paar Septime rum. Die nehme ich einfach mit. Oh, Fressalien gibt es hier auch noch. Die nehmen wir natürlich mit. Okay, ich mache das immer wieder. Ja, das Met, ganz ehrlich. Das wäre Verschwendung, wenn wir das jetzt nicht mitnehmen würden. Mal ganz ehrlich. Ich nehme nur das Met mit. Da sind noch Ausdauertrank, ein Heiltrank. Seht ihr, dann hat sich das schon mal gelohnt, dass wir da mal reingegangen sind. An unserer Seite natürlich die bezaubernde Aranea Lilith. Wir nehmen auf jeden Fall alles mit. Da ist noch was drin. Kartoffeln. Wir könnten auch mal versuchen, einen Eintopf zu machen, aber dazu brauchen wir halt Salz und so weiter. Also hat sich das jetzt schon mal gelohnt, da reinzugehen. Zu anderen möchte ich nur mal sagen, ja, es sind sehr lange Folgen, also 40 Minuten maximal so ungefähr um den Dreh mache ich immer. Wenn es natürlich euch ein bisschen zu lang ist, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich weiterhin so fortfahren. So, was wäre denn jetzt hier in der Nähe? Was würde mich jetzt hier neugierig machen? Eine Höhle würde mich neugierig machen. Und da ist rechts irgendwo eine Höhle ist. Und gar nicht mal so weit. Wir müssen einfach nur über den Fluss rennen. Oder hüpfen. Nachdem. Da schaut, da springen sogar Fische hoch. Das ist so ein schönes Detail. Hui! Da kommt schon noch einmal. Hui, da hinten, da, hui. Ich bin jetzt aber kein Bär und Bären gibt es natürlich ja auch. Ist ja klar, den haben wir ja in der ersten Folge in der unterirdischen Höhle in Heilgen getroffen. Und das ist eindeutig eine Spinnenhöhle, weil ich da oben sehe Spinnenkonkorns. Dann nehmen wir es einfach mal ganz einfach Spinnennester. Ich will natürlich meinen Bogen wieder ausrüsten. Die Pilze und Zutaten nehmen wir als alles mit, was wir hier sehen. An Zutaten nehmen wir mit. Weil wie gesagt, ich will nur ein bisschen Alchemie mich einüben. Was? Krovanga-Höhle. Okay, dass da keine Spinnen draußen lauern, so als Wachposten. Das finde ich schon ein bisschen wie sagt man? Höhlen. Was darunter wohl verborgen liegt. Das werden wir gleich erforschen, liebe Aranea nenne ich sie einfach mal. Was bist du? Aber irgendeine Wurzelung. So, wir gehen da gucken natürlich auch hier in die Spinnenbeutel rein. Oh, schaut mal, ein zugespottes Mammut. Ja, ich würde es euch gerne mal zeigen, aber wenn das Spiel mich ja nicht vorbeilässt. Seht ihr? Ein totes Mammut. Dann nehmen wir natürlich den Rüssel mit. Und leider nicht die Stoßzähne. Wahrscheinlich haben sich früher einige mal gefragt, was suchen bitte schön Mammuts in Skyrim? Da müsste das Spiel doch quasi in der Zeit direkt nach dem Dinos handeln.
So rein theoretisch. So, ich würde Ariana jetzt gerne mitnehmen. Aber die wird hier warten. Dämmerung geht vor. Ich halte hier Wache. Ja, du hältst hier Wache, weil ich will das jetzt mal in Alleingang machen. Weil ich will mich ein bisschen anschleichen, ich will mich auch ein bisschen schleichen nochmal trainieren. Und das geht schlecht, wenn ich eine Begleiterin mit dabei habe. So, man hört jetzt schon das Spinnengetapse. Also ich finde die Höhen immer noch wunderbar. Leider kann man nicht mehr schleichen, wenn man bei einem Bogen ausgerüstet hat. Also einen Bogen gespannt hat. Da kommen aber noch welche. So, die haben wir wunderbar erste Sahne umgebracht, die Spinnen. Ja, ich bin auch kein Spinnenfan, gebe ich ehrlich und offen zu. Aber sie geben halt so ein schönes Gift, das halt hin und wieder mal ganz gut ist. Ja, die sind so schwer, dass ich sie natürlich nicht tragen kann, die Spinnen. Mal sehen. Also jeden Fall kriege ich jedenfalls nicht zurück. Das ist schade. Aber ich schaue mich jetzt mal in der Höhle auch mal ordentlich um. Und eine Sache möchte ich persönlich loswerden nochmal hier. Ich bin kein Profi in diesem Spiel. Ich bin, was das angeht, fortgeschritten, würde ich sagen, aber nicht Profi. So, und da ist ein Knopf, das heißt, da wird es gleich einen Geheimgang geben und da geht es auch noch nach draußen. Aber ich sehe hier noch eine Eisenader, eine Eisenerzader, die nehmen wir noch mit. Wie gesagt, ich habe das gefühlt jetzt 4 oder 5 Mal schon durchgespielt. Das ist jetzt mein 6. Run. Also Run kann man es jetzt nicht nennen, aber meine 6. Spielrunde, die ich jetzt mit euch hier auf YouTube teile. Wie gesagt, für Tipps, Tricks und Vorschläge bin ich immer noch offen und bin ich bei jedem Let's Play sogar. Man muss nur wollen. Also sprich, wenn man mir einen Tipp geben will, dass uns das Ganze noch ein bisschen schmackhafter macht, bin ich ganz offen. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich jetzt komplett verschließt und sagt, nee, ich spiele jetzt auf meine Weise das Spiel. Sagen wir so, das zum Großteil jein. Kann man nicht jetzt. Wär jetzt nicht wahr, wenn ich jetzt sagen würde, nö, ich will jetzt überhaupt keine Tipps, Vorschläge, ich will meine eigenen Spielweise machen. Nee, das will ich nicht. Wenn ja jemand dabei ist, der sich sogar ein bisschen mehr auskennt als ich in Skyrim, dann auf jeden Fall her damit. Die müssen auf jeden Fall hier lang, um an mich ranzukommen. Weil wenn sie es jetzt durch Visa gemacht hätten, hätten sie es jetzt so programmieren können, die Spinnen, dass sie mit dem Arsch nach oben gucken, dann Faden schießen und dann sich nach oben seilen und mich dann angreifen. Aber zum Glück sind die nicht so programmiert. Wäre aber auch schon extrem schön mal anzusehen. Okay, was an Spinnen schön sein soll, stelle ich jetzt mal hier in Frage. Also eine Spinne oder zwei Spinnen sind mindestens noch am Leben.
Leider kann man nicht alle hier Leichname durchsuchen, das finde ich schade. Aber Spinneneier kann ich nämlich. Da kommt wieder eine. So, wenn es jetzt ganz ruhig bleibt, dann war das die einzige Spinne, die noch da rum gefuselt hat. Gewuselt. Oder was man hätte auch noch machen können, dass aus diesen Spinnen, also aus diesen Eierbeuteln, kleine Minispinnen rauskämmerten und dich anspringen. Das wäre auch eine Idee. Das glaube ich, gibt es sogar in einem Bereich. Da sind das, ich weiß nicht mehr welchen. Ich kann mir vorstellen, dass es in irgendeinem DLC gibt davon, dass es da. Dass da so einer mit Spinnen experimentiert hat und ja, die einen sogar anspringen, so ganz kleine Spinnen. Okay, ich will jetzt mal wissen, ob hier unten eine Truhe irgendwie ist. Da gehe ich erstmal ganz schnell hoch, weil wir sind leider was heißt hier leider? Wir sind eigentlich eine coole Katze, ein Katschit. Und denkt dran, wir heißen immer noch Hubercheat. Nicht Katscheat, sondern Hubercheat. So, jetzt muss ich hier vorsichtig sein. Kann natürlich jetzt wieder sein. Oh, hier ist wieder. Was? Das Kurin. Was? Kuringa Vampirlager. Okay. Da möchte ich jetzt noch nicht lang gehen. Ich speichere aber vorsichtshalber ab mal. Weil das Miese ist, wenn das hier ein Vampirlager ist. Dann haben wir nämlich ein kleines Problem, aber das könnten wir auch wieder dann wieder lösen. Ich sag's einfach mal so, wie es ist: Wenn uns ein Vampir nur ansatzweise ankratzt oder anspuckt oder irgendwie ansaugt, dann stecken wir uns mit Vampirismus an. Also, sprich, dann könnt ihr mich. Hat der Huppertschied noch spitzere Zähne? Also, dass er es Katze schon hat. Und ob wir das wollen, das will ich noch ein bisschen herauszögern. Entweder entscheide ich mich wirklich dafür, dass ich ein Vampir sein will, oder ich möchte lieber eine Katze im Pelz von einem Hund sein. Wenn ihr versteht, was ich meine, oder beziehungsweise von einem Wolf. Weil ihr könnt euch erinnern, wie wir jetzt hier im Eingang der Höhle reingegangen sind, war da noch so ein Bereich mit einem Knopf an der Wand. Und das würde ich nochmal austesten, ob der Knopf geht. Wenn er nicht geht, gehe ich ganz normal da ins Lager rein. Oh, es geht auf, okay. Hier geht's anscheinend auch zum Vampirlager direkt. Okay, ich mach mal Schnellspeicher. Und normalen Speicher nochmal. So, jetzt schauen wir mal, ob sich da oben noch was bei dem Gebäude oder rechts oder links von uns regt. Ja, ich bin gerade erschrocken. Alter, aber echt. Ich habe die Druckplatte echt nicht mehr gesehen. Alter, ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Boah. Okay, hier geht's nach oben. Ich glaube, bevor ich hier zum Looten anfange, was die Leichen und so weiter angeht, werde ich erstmal hier das Ganze clearen. Entschuldigung, wenn ich so ins Mikrofon puste, aber ich muss erstmal wieder mein Herz zum Schlagen bringen. Mann, die Kommentare scheinen mir genauso erschrocken ist wie ich. Ja. Komm mal her. Okay, die gehen für meinen Geschmack viel zu schnell kaputt. Aber belassen wir es einfach mal so.
Weil es geht mir jetzt darum, es ist ein geiles Spiel, klar. Okay, die Position von der Leiche ist jetzt ein bisschen fragwürdig. Mir geht es halt darum, dass ich das Spiel auch genießen kann, und zwar, und dass es auch für mich auch ein bisschen eine ganz kleine Herausforderung gibt. Aber wenn das Spiel dann zu schwer wird und ich das Spiel anfange zu schreien und zu fluchen, dann vergeht mir der Spaß. Also, das ist jetzt meine Spielweise, die ich jetzt sagen will. Ihr könnt mir Tipps geben und so weiter, Vorschläge, aber ja, ihr wisst schon. Okay, das werde ich jetzt definitiv nicht essen oder mitnehmen. Okay, was ist das hier? Schwaches Gift der Furcht. Das könnte ich höchstens verkaufen, weil. Darf das mal. Okay, nehmen wir doch mal mit. Was ist das? Der verschlossene Raum. Nehmen wir einfach mal mit. Die Schatulle ist leer. Ja, ich kann zum Beispiel, ich kann euch ganz gut verstehen, wenn ihr sagt, woran bleibt dann der Spaß, wenn die Gegner mit einem Pfeilschuss tot sind. Ich sag nochmal hier, ich zeig's euch mal, ich gehe auf Gameplay, ich bin bei Schwierigkeitsgrad Lehrling. Ich könnte jetzt einen Schwierigkeitsgrad höher gehen. Mal sehen, ob die Gegner da ein bisschen mehr aushalten als nur einen Schuss. Schauen wir einfach mal. Hier liegen noch ein paar Septime rum. Ich will euch ja nicht den Spaß verderben am Zuschauen. Wenn es jetzt zu leicht wird, dann kann ich verstehen, wenn das langweilig erscheint. Deswegen höher gehe ich aber nicht. Nicht höher als in Adept. Okay. Ja, wir haben noch genügend Dietriche. Jetzt komm aber. Hat sich's gelohnt? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ja, da wird. Okay. Sind wir zu schwer? Ach, wir wiegen genau 335 jetzt. Okay, dann müssen wir irgendwas haben, was uns jetzt zu schwer macht. Was ist das denn? Ahnenschimmer. Achso, das ist das Harz von Ahnenschimmer. Ja, okay. Bärenfell weg. Oh, wir haben noch Drachenschuppen dabei. Ah, ja, okay. Dann ist klar, dass warum wir das so schwer sind. Das Fell kann ich ja da. Ist für mich ein Korb dabei. Okay, essenstechnisch will ich aber auch mal kurz was gucken. Gesagt, Wein will ich nur dabei haben. Rüssel haben wir nochmal weg. So, jetzt müssten wir eigentlich nochmal laufen können wieder. Ja, das war halt wirklich so, weil wir zu schwer waren. Gesundheit wiederherstellen, hätte ich gerne mal. Heiltränke kann man immer gebrauchen. Ausdauer. Ich hätte jetzt gerne wieder Ausdauer wiederherstellen gehabt. Magie wiederherstellen. Ja, will ich. Und ohne dass wir jetzt wirklich intensiv Schaden genommen haben. Ja, okay. Weil wir auch auf Lehrling. Ich weiß nicht, ob man das als Lehr bei den Schwierigkeitsgrad jetzt zuschieben kann, dass die Vampire so schwach waren.
Oder waren sie wahrscheinlich von Grund auf schwach, weil wir wahrscheinlich schon ein bisschen weiter sind, eigentlich. Okay, hier noch die zwei Leichen. Durchschauen, Vampirdiener. Wieso haben die Vampire ihre Diener getötet? Die hätten sie jetzt noch ein bisschen beschützen können, aber gut. Ist den hier Pech? Da ist noch ein Septim. Hier ist keiner mehr. Und da ist auch wieder diese Druckplatte, vor der ich mich gerade. Vorhin. Aua! Ich brenne ein bisschen vor Leidenschaft. So, und dann gehen wir wieder raus. Dann haben wir die. Hier heißt die Höhle nochmal Krovangan. Höhle oder Vampirlager haben wir jetzt geklärt. So, wieder frische Luft. Wo ist Arena? Ariana? Hier. Ja, Champion von Azura. Geht voran. Ganz ehrlich, sie müsste mich eigentlich nicht die ganze Zeit Champion von Azura nennen. Aber das ist anscheinend bei dir so eingegliedert. Keine Ahnung. So, dann gehen wir wieder rüber über den Fluss drüber. Ich denke mir immer, dass wir am Fluss irgendwas verpassen. An Erzen oder so. Ich gehe einfach jetzt mal den Fluss entlang. Da hinten ist eine Flusskrabbe, glaube ich. Ach komm, Jana, du brauchst jetzt nicht deine Zauberkräfte für eine Schlammkrabbe. Ja, okay, sie will es trotzdem. Und Brutzel. Weil das jetzt auch so aufwendig jetzt ist, machen muss, wegen einer Schlammkrabbe. Da habe ich was gesehen, oder? Nee, ich habe nur zu. Ich habe doch hier Erz gerade gesehen, oder bin ich jetzt. Ja, okay, meine Pfeile hätte ich schon gern wieder. Dankeschön. Ach, da oben ist ein Bärchen. Bam. Und da rutscht das Bärchen runter. Ja, wir dürfen eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Aber die Klaue nehme ich nochmal mit. Das Fell lasse ich da. Das habe ich auch gesehen. Schlachterfischereier. Ich glaube, Freunde, wir sollten trotzdem mal ganz schnell nach Weißlauf zurückgehen und uns ein bisschen entladen. Weil sonst können wir nicht mehr sehr viel looten. Ich werde da zu dieser Krummwarnhöhle zurückkehren. Weil, wie gesagt, weil ich ein paar Sachen noch entdecken möchte. Weil ohne dass wir was entdecken, können wir auch keine Schnellreise machen. Und da es eh gerade dunkel ist, werde ich erstmal mich den ganzen Sachen entledigen, die ich mich entledigen will bei mir zu Hause. So, hier kommen natürlich wieder die erübrigten Pfeile. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Haben wir noch Pfeile dabei? Ja, Stahlpfeile. Weg damit. Dann Sachen, die ich mal ganz kurz hier lagern will. Habe ich da was dabei? Der Nesselfluch können. Ne, den will ich extra wohin stellen. Ich zeige euch mal, wo ich jetzt Nesselfluch hier hinmachen will. Mich hier. Jo. Und da haben wir jetzt Nesselfluch als Andenken hingehängt. So, Bücher kann ich ja eh keine mehr stapeln. Dann werde ich mir ein extra Schubfach für die Bücher aussuchen. Ich glaube, ich schmeiße die jetzt einfach mal hier in meine Truhe rein. Ganz ehrlich. So, Bücher. Die Tagebücher sind ja Questdinger. Und dann sind die erstmal weg. Langes Leben der Tarnen. Okay. Doch nicht? Okay. War das jetzt so von ihr gewohnt, dass sie das jedes Mal sagt? So, das kommt hier auch rein. Ja, hätte ich gerne. Ich auch gerne. So, habe ich noch irgendwo.
Was haben wir da drin? Ah ja, genau. Da haben wir die Drachenschuppen rein. Was? Nix was. Wie? Wir sind jetzt hier in mein Zuhause. Also, Ariana, Rüstung runter, wir müssen reden. Lydia kann gleich mitmachen. Ah, da haben wir doch noch was gehabt. So, dann noch die ganzen Zutaten weg. Dann schaue ich auch mal in Lydias Unterwäsche nach, ob die da auch noch irgendwas hängert. Dass das meiste Gewicht wieder an den Zutaten hängt. Das staunt mich jetzt immer wieder. Und dann würde ich auch ein paar Zaubertränke loswerden. Ja, das weg, das weg, das behalten wir, das weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg. Ne, Wundrank der Frosten ist erstmal da. Ausdauer auch. Krankheit nehme ich mit. Und dann habe ich da auch noch was rein. Was könnten wir jetzt essen? Das Met könnten wir noch verstauen. Ariana, geht mir doch bitte aus dem Weg. Nix was, sondern Entschuldigung heißt das. So. Die Dämmerung behütet uns alle. Was braucht ihr? Ich möchte einfach mal spontan wissen, was du alles dabei hast, was du nichts brauchst. Die Waffe lasse ich ihr. Zaubertränke hat sie einen Trank bloß noch. Die kann sie von mir aus ruhig behalten. Bis zum nächsten Mal, Wächter. Ja. So. So, dann haben wir sie auch mal entleert. Können wir eigentlich wieder rausgehen? Und dann mache ich mich, warte ich einfach mal ein bisschen. Ich mache mal 8 Stunden. Dass es wieder Tag wird. Dann geben wir nämlich so dann hier Reinquelle und geben ihr das Harz. Mein liebster Sauf. Sag mal ein wenig mehr. Ja, weil ich dir eine Flasche gegeben bin, ich jetzt dein Saufkumpan. Du bist auch so ein. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. So, Tempel von Kynaret. So, da ist sie ja. Hi. Dir das an, Schimmerharz? Ja, ich hab das Harz. Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Seid ihr die Priesterin von Kinaret? Einfach mal so Smalltalk führen. So ist es. Der Tempel hier in dieser Stadt untersteht meiner Obhut. Der himmlische Segen der Göttin hat zweifellos dazu beigetragen, aus Weißlauf eine blühende, wohlhabende Stadt zu machen. Schließlich ist sie es, die unserer Saat Regen schenkt und an Erntetagen für gutes Wetter sorgt. Okay. Hat der Sturmmantel auch schon eure Pflichten hier beeinflusst? Ein wenig, ja. Zuerst schien das alles weit weg zu sein.
Man hörte nur Wachen und Kaufleute darüber reden. Dann kamen die ersten verwundeten Soldaten aus der Schlacht zurück und ich tat, was in meiner Macht stand, um ihnen zu helfen. Als immer mehr Kranke und Verwundete im Tempel eintrafen, wurde meine Arbeit als Heilerin wichtiger als meine Pflichten als Priesterin. Ich wünschte, die Kämpfe würden aufhören, damit ich mich wieder um den Tempel kümmern kann. Okay. Die Gnade von Kynareth sei mit euch. Ja, mit dir auch. So. Und der Baum wird jetzt bald sich im Laufe des Spiels verändern. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. So, wir gehen mal auf Quests. Wir gehen auf Verschiedenes wieder, weil da hat sich auch schon wieder einiges angesammelt. Kehr zu Vekil zurück. Lass dir von Jorif das Kopfgeld geben. Ja, das machen wir mal. Wir lassen uns mal das Kopfgeld wieder zurück, also wieder geben, weil wir ja den Drachen getötet haben. Ist nur schauen, wo das Ganze ist. Da hinten, in Windhelm. Nicht markieren, wir gehen jetzt mal in Windhelm rein. Und muss mir das so sehen, die Sturmmäntel und die Kampf... Nee, wie heißen die? Graugeborene? Nein. Doch, die Graugeborenen, das sind beides Parteien, die man sich nicht zum... beziehungsweise zum Freund machen sollte, weil die Kampfgeborenen, die Skyrim-Besitzer eigentlich, ich nenne es einfach mal die Sturmmäntel und die Kampfgeborenen, also die Kaiserlichen und die Sturmmäntel, ja? Die Sturmmäntel sind in diesem Spiel die größten Rassisten. Werdet es gleich sehen. Und da habe ich eine Idee für ein Thumbnail. Da, ich habe mir zwar ein anderes schon ausgesucht, aber das würde auch noch passen. Jetzt kommt gleich wieder so ein Spruch von der Wache. Oder doch nicht. So, dann schauen wir uns mal, gehen wir zum ersten Mal in Windhelm rein. Ja, diese Viecher begegnen mir früher oder später auch noch. Aber zuhauf. Da. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Grau heute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nein, ich hasse euer Volk nicht. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Sah aus, als hätten euch die Nord ein bisschen behelligt, liebe Suvaris. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste. Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Warum sollte man euch für einen Spion halten, liebe Suvaris? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord freiwillig. Wow. Passt auf euch auf. Ja, du auf dich auch. Seht ihr, ich sag's ja. Ganz ehrlich, besuch mir mal den guten Rolf mal hier in der Bar, wenn er da ist. Haus Kerzenschein. Mal sehen, was er von unseren Fäusten hält. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch oben im Haus Kerzenschein. Jetzt nur mal schauen, wo der Kollege ist. Die arme Nilgine ist am Ende, seit ihre Schwester ums Leben kam. Mit machtvoller Stimme nach alter Nordart. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Wie
euch, weh euch, das Drachenblut naht. Da meinen ja. Seid ihr ein Dunkelelfenfreund? Verschwindet aus unserer Stadt, dreckiges Gesindel. Mir gefällt eure Einstellung nicht. Ach ja? Pech. Das ist unsere Stadt. Unsere. Glaubt ihr, ich kann es mit euch nicht aufnehmen? 100 Septime und ich befördere euch dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Abgemacht. Nun gut. Nur Fäuste und auch keine Magie. Los geht's. Na komm her, du. Komm her, du Penner, hey. Ich hau dir aufs Maul, du. Das war kein fairer Schlag. Ihr habt verloren, gebt mir mein Geld. Was gibt es Neues von der Straße, Hauptmann? Boah, ihr könnt euch gar nicht mal vorstellen, wie gern ich den jetzt einen Pfeil durch den Kopf jagen möchte. Viola Giordano lässt mich nicht in Frieden. Wie wäre es mit einem Getränk? Ach, und ob. Kommt sofort. Die arme Nilsine ist am Ende, seit ihre Schwester ums Leben kam. Es wäre mir recht, wenn ihr meine Frau Tova in Ruhe lassen könntet. Sie trauert noch. Trauert eure Ehefrau? Unsere kleine Tochter ist vor kurzem gestorben. Ich konnte meine Tage mit starkem Mehl stemmen, aber meine Tova findet einfach keinen Frieden. Ich suche nach einem Amulett von Arkai, das meine Frau daran erinnern soll, dass unser Kind jetzt bei den Göttern ist. Aber ich finde keines. Wenn ich euch was bringe ich es euch. Ich danke euch. Ja. Vergebt mir bitte meine trübe Stimmung. Ich versuche. Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut es tat, so einen verschissenen Rassist mal blau und grün zu schlagen. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Die Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Was macht ihr für den Jarl? Für Ulfric? Oh, keine offizielle Funktion. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er scheint meinen Rat zu schätzen und dafür bin ich ihm dankbar. Ich bin in kriegerischen Dingen nicht besonders bewandert und ich glaube, dass er sich ab und zu gerne eine unbedarfte Meinung anhört. Was könnt ihr mir über Winter erzählen, mein guter Your Life? Ich bin hier aufgewachsen. Ist kälter als Admora, aber dadurch wächst einem der Bart dicker. Diese Mauern haben eine lange Geschichte. Wir versuchen, ein neues Kapitel zu schreiben. Es ist schön, das miterleben zu dürfen. Ein Drache, der Drache von Knochenspitze ist tot. Ich bin hier wegen des Kopfgeldes hier, mein Gutster. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 500 Goldstücke. Ja, warum nicht? Mögt ihr sich erreißen. Ja. Ja, ihr auch. Ja, das ist Ulfric Sturmmantel, aber um den kümmern wir uns später. So, dann haben wir das jetzt schon mal abgehackt. Ich sehe schon, wir sind schon wieder am Ende einer Folge schon fast angelangt. Ich will aber trotzdem die Quest jetzt schon mal annehmen. Nämlich, ja, das machen wir jetzt später. Kehre zu Wekel zurück. Das machen wir mal. Wo ist der gute Wekil oder wie man den ausspricht? Da unten irgendwo. Hier in Rifthorn. Achso, das ist wegen den, wegen diesen Steinen. Ja, dann machen wir aber uns hier mal zu den Ahnenschimmerheiligtum nochmal hin. Ich hoffe, dass jetzt mal keine Gegner kommen oder so. Dann sage ich mal an dieser Stelle wieder mal, Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr feiert dieses Spiel wie ich immer noch. Ich meine, es ist Skyrim. Das ist bekannt, beliebt. Man muss es nicht mögen, es ist Geschmackssache.
Bei mir gefällt es auf jeden Fall. Und denkt daran, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die liebe kleine Glocke und seid gespannt, wie es weitergeht bei diesem Abenteuer durch Himmelsrand. Tschüss.